Wenn in einem Sportverein eine Rückennummer nicht mehr vergeben wird, dann ist das mit dem Ritterschlag gleichzusetzen. Beim HC Meran wurde diese Ehre bis dato noch keinem Spieler zuteil, bis vergangenen Sonntag. Vor dem Serie B-Match gegen Allege wurde die Nummer 16 von Max Ansoldi symbolisch an die Decke der Meran Arena gehängt. Das Trikot mit der Nummer 16 wird für immer mit dem aktuellen Trainer der Adler verbunden bleiben. Diesen Augenblick widme ich meinen Eltern, die mich immer unterstützt haben, aber leider nicht mehr leben. Und meinem Freund und ehemaligen Mitspieler Rod Hinks, der uns ebenfalls zu früh verlassen hat und einer der ganz Großen in Meran war. Max Ansoldi hat seine Eishockey-Karriere bereits in frühester Jugend begonnen. Wie viele schaute er auf zu den Idolen seiner Kindheit? Ein Spieler, der in Kanada geboren wurde, hat es dem kleinen Max damals ganz besonders angetan. Als Jugendlicher hatte ich Frank Nigro als großes Vorbild. Er trug die 16 und deshalb habe auch ich sie genommen. Diese Nummer hat mir immer Glück gebracht und mich meine gesamte Karriere begleitet. Max Ansoldi hat nicht nur in Meran Eishockey gespielt. Die schönsten Erfolge, die feierte der heute 41-Jährige aber mit den Adlern. So besiegte Meran in der Saison 1998-99 den Erzfeind HC Bozen und gewann damals den Scudetto. Und im vergangenen Jahr holten sich die Basserstädter in der Serie B den Titel mit Max Ansoldi an der Bande. Ich bin Hans-Jörg Brunner zu Dank verpflichtet. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, in der Serie A mit Mailand zu spielen. Natürlich schätze ich auch alle anderen Präsidenten des HC Meran. Er ist aber so eine Art Vater des Meraner Eishockeys. Hans-Jörg Brunner, der Ex-Präsident des HC Meran, wollte sich den Augenblick, in dem Max Ansoldi endgültig zur Club-Ikone wurde, natürlich nicht entgehen lassen. Ja, ich habe die zwei Ansoldi Brothers habe ich von klein auf wachsen sehen. Zuerst den Max, dann der Luca dazugekommen. Und das war eine sehr schöne Zeit. Und ich möchte es nicht missen. Es war ein ausgezeichneter Spieler. Und heute ein guter Trainer, ein sehr guter Trainer für diesen Club. Und der kann in dieser Mannschaft kann er noch viel dazu beitragen, dass sie immer wieder ganz nach oben kommen. Das freut mich sehr und ich glaube, da haben der Verein einen guten Griff gemacht und ich hoffe, dass er noch lange Trainer bleibt im Meran. Der Zeremonie wohnten auch zahlreiche ehemalige Teamkollegen von Max Ansoldi bei, wie etwa Christian Borgatello oder Andreas Lutz. Der Max war ein Spieler, der alles auf den Eis gelassen hat. Er ist richtig der Spieler gewesen, der einfach das Leibele umgezogen hat und für ein Leibele das Blut gespuckt hat, muss man ehrlich sagen. Er war einfach eine Person, die man schätzen muss, was man jetzt noch schätzen muss, außer dem Eis, weil er hat einfach viel auf dem Eis gelassen, aber er macht jetzt viel auch noch für den Hockey, für den Meraner Hockey. Er ist einfach, wie gesagt, eine Person, die man schätzen muss. Und gerade von Christian Borgatello und Andreas Lutz wünscht sich Max Ansoldi als aktueller Trainer des HC Meran, dass sie eines Tages ihre Karriere in ihrer Heimatstadt ausklingen lassen und damit seinen jungen Spielern als Vorbild dienen. Und beide scheinen nicht abgeneigt zu sein. Ich hoffe auch, wieder in Meran zurückzukommen und mit meinen alten Mitspielern ein Campionato zu gewinnen und ja, hoffen wir zurückzukommen zum Meran, wo man eigentlich aufgewachsen ist. Sicherlich sehe ich mich auch mal da, meine Karriere zu beenden. Aber jetzt momentan bin ich noch konzentriert mit dem Ritten. Wir sind noch in der Saison, logischerweise, im schönsten von der Saison. Und für nächstes Jahr habe ich auch noch einen Vertrag. Und dann muss man weiter schauen, was die Zukunft bringt. Aber sicherlich habe ich meine Jugend da gemacht, meine Serie A-Jahre, meine ersten Serie A-Jahre da gemacht. Dann bin ich weggegangen. Aber ich tat mich gut sehen, um wieder zurückzukommen und das Leibele wieder umzulegen. Die Nummer 16, sie wird beim HC Meran nicht mehr aufs Eis gehen. Der Mann
der dieses Trikot jahrelang bei den Adlern getragen hat, der wird dem HC Meran aber weiterhin mit seiner Leidenschaft für das Eishockey zur Verfügung stehen.